Und damit begrüße ich euch herzlich willkommen zurück zu Biomutant. Und zwar machen wir weiter. Wir sollen die Kuckus zu Wiz bringen. Schauen wir mal, ob wir dann den Kampf gegen die Weltenfresser antreten dürfen dann. Das sind genug Kuppus, um den Oktopod mit unendlich viel Munition zu versorgen. Er ist überrascht, dass der Trübschnauber all diese Zeit den Atem anhalten konnte. Ein weiterer Beweis für den evolutionären Einfluss der Kontamination durch Toxanol. Unter dem Nass war der Trübschnauber ganz alleine, sodass er ungestört an der Wurzel mampfen konnte. Die Nordwestwurzel wurde also stärker in Mitleidenschaft gezogen als die anderen. Okay. Was ist evolutionärer Einfluss? Also ist die Zeit abgelaufen? Erzähl mir von Toxanol. Erzähl mir von Toxanol. Toxanol hat überall seine Spuren hinterlassen. So wie auch die Technologie, von der du bestimmt lediglich einen Bruchteil gefunden hast. Okay, Octopod. Verwende die übliche Bewegungssteuerung, wenn du dich im Octopod befindest. Drücke für einen Schub L3. Okay. Drücke folgendes, um Angriffen auszuweichen, Kreis. Halte folgendes gedrückt, um einen Angriff aufzuladen. Okay, Viereck. Drücke folgendes, um Raketen abzufeuern, R2. Ah, okay. Scheint mir so eine Art Schildkröte zu sein. Boah! Ah. Du fiese Schildkröten-Dings. Oh oh. Vielleicht gut. Mit schon nachladen. Sehr schön. Oh oh. Oh Gott, was tut er? Okay. Volle Breitseite. So weit, so gut. Ich sehe gerade, müsste mich mal heilen, ne? Mehr als Halbzeit. Oh oh. Gottes Willen.
Jawohl. Der war schneller als der Hufschnauber. Heftig. Das war der letzte von ihnen. Das Schicksal des Stammes und des Baumes ist besiegelt. Es wird Zeit für das große Finale. Schön. Dein Schicksal erwartet dich. Folge ihm zurück bis Steinalt. Er hat nie jemandem verraten, was als nächstes passiert. Doch du spielst ganz sicher eine Rolle dabei. Was auch passiert, bleib dir selbst treu und respektiere die anderen. Du bist nun der Stolz und das Leitbild des Stamms. Platz. Es ist Zeit, ein letztes Mal zum Baum zurückzukehren. Er hat gehört, dass du die letzte Arche entdeckt und aktiviert hast. Wie aufregend! Sie ist unglaublich. Er ist sicher, dass genau dieses Wort auf sie zutrifft. Denk nur daran, wie viel du jetzt, nachdem sie weiter bestehen bleibt, durch die Arche von der Welt sehen kannst. Du hast tapfer um die Welt gekämpft. Du kannst stolz auf dich sein, so oder so. Fragt sich, ob es in deiner Arche noch freie Plätze für Reisegefährten gibt. Hier bietet sich die Gelegenheit, deinem... Warum? Du brauchst nur dich selbst. Und mich natürlich, aber ich bin ein Teil von dir, also zählt das nicht. Soll es schnell gehen, geh alleine. Willst du weiterkommen? Geh gemeinsam. Der Einzige, von dem wir hier bloß schnell weg wollen, ist die Dunkelheit. Aber du weißt, dass du nicht ohne mich weitermachen kannst. Selbst wenn ich schlechte Gesellschaft bin. Ich vervollständige dich. Endlich sind wir uns mal bei einer Sache einig. Lieber alleine sein als in schlechter Gesellschaft. Doch zuallererst sollte man sich selbst gute Gesellschaft sein. Ist beinahe sprachlos, weil er so froh ist, dich auf deiner Reise zu begleiten. Ihr werdet den Himmel und alles dahinter erobern. Whis weiß, dass er sich wiederholt, aber er redet gerne mit dir. Möchte dich nicht länger stören. Hofft, dich bald wiederzusehen. Ja. Entscheide, wer auf die Arche kommt. Wir hätten jetzt noch einen freien Platz. Einen. Und ich glaube, ich werde mal Gizmo nochmal einen Besuch abstatten. Der war da. Und von euch verabschiede ich mich erstmal. Ich danke euch nochmal herzlich, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Und ja, in der nächsten Folge kehren wir ein allerletztes Mal zu Steinalt zurück. Bleibt dran, bleibt gespannt. Bis dahin, sage ich ciao, ciao und bis dann.